Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Mehr Text kommt nicht. Für eine Zeile brauchen Sie keine PowerPoint-Präsentation. Die schaffen Sie so, sind herzlich eingeladen mitzusingen. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Da ist schon viel innere Ekstase spürbar. Lassen Sie es raus. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Und weil sie das unterfordert, hat der Sam noch eine zweite Stimme für sie. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Wir machen das bei diesem Lied jetzt so wie im wirklichen Leben. Sie dürfen sich entscheiden, singen Sie die eine oder die andere Stimme. Nur Mut zusammen klingen Sie schön. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Es ist gut. Verirrt in vielen Fragen, in meiner Qual der Wahl, inmitten meiner Klagen, bei Nacht im dunklen Tal. Es ist gut. Es ist gut. Dass du da bist, es ist gut. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Es ist gut, dass du da bist. Wenn Worte nichts mehr sagen, sogar der Himmel schweigt. Ich will Vertrauen wagen, dass deine Liebe bleibt. Es ist gut. Das ist ein Lied, da können Sie gerne mal wieder nach oben schauen, wenn Sie möchten, aber auch nach links und rechts. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Es ist gut, dass du da bist, es ist gut. Es ist gut, dass du da bist. Es ist gut, dass Gott da ist. Das hat er uns versprochen. Schön, herzlich willkommen, dass ihr heute Morgen hier seid. Hier vor Ort in Schöneberg,
aber auch digital von dort aus, wo du gerade zuschaust. Ich finde es immer wieder besonders, dass wir uns verbunden wissen dürfen durch den dreieinigen Gott, durch Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Wie gut. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Dieser Bibelvers aus dem Johannesevangelium steht über dieser Woche. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich in mein persönliches Leben, in das gesellschaftliche Leben, in das politische Leben gucke, dann ist mir manchmal eher, oder kommt Resignation in mir auf. Enttäuschung, Frustration. Am liebsten würde ich den Kopf hängen lassen. Aber dieser Bibelvers, dieser Wochenspruch mit dem Blick auf Karfreitag, der ja auch nicht gerade Freude in uns auslöst, lädt uns trotzdem dazu ein, eben nicht den Kopf hängen zu lassen, sondern aufzuschauen, hinaufzuschauen zu dem, der selbst in Krisenzeiten Kraft, Hoffnung, Trost und Freude geben kann. Jesus Christus. Ich möchte gerne zum Beginn des Gottesdienstes beten und bitte allen, denen es möglich ist, dazu aufzustehen. Jesus Christus, wie gut, dass du da bist. Und wie gut, dass wir da sind, jetzt gerade hier in diesem Moment. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, aller Freiheit. Danke, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir uns verbunden wissen dürfen durch dich. Und Jesus Christus, ich danke dir für Begegnung untereinander und für Begegnung mit dir. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet für diesen Gottesdienst, dass du uns berührst an der einen oder anderen Stelle, da, wo wir es gerade brauchen, mit dem, was wir gerade brauchen, mit Freude, mit Mut, mit Zuversicht, mit Trost. Gut, dass du da bist und gut, dass wir uns daran immer wieder neu erinnern dürfen, auch heute Morgen. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Heute feiern wir einen besonderen Gottesdienst, einen Konzertgottesdienst, so haben wir es angekündigt. Und in diesem Zusammenhang herzlich willkommen, Sam Samba und Martin Buchholz. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr uns auch durch diesen Gottesdienst führt und dass ihr uns mit hineinnehmt an diesem Palmsonntag in diese Karwoche hinein mit allerlei Texten und Gedanken. Ihr habt geschrieben oder es wird über euch geschrieben, in ihren Liedern und Geschichten zur Passionszeit erzählen die beiden, also ihr beiden persönlich und bewegend vom Glauben zwischen Zuversicht und Zweifel, zwischen Liebe und Leid, zwischen Sehnsucht und Hoffnung. Denn, so sagt ihr, das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes. Wir freuen uns auf euch beide, wir freuen uns auf Begegnungen, auf Berührungen. Und wir heißen euch nochmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass auch ihr da seid. Dankeschön. Danke. Vielen Dank, Dennis. Wir danken auch nochmal herzlich für die Einladung. Es ist auch ein Programm zwischen Facharzt und Theologe. Ich habe die Ehre, hier mit Dr. Samba aus Tübingen auftreten zu dürfen, seines Zeichens Facharzt für Kinderheilkunde. Ja, gut, es ist sehr barmherzig von dir, dass du dann auch mit, heute Morgen ist er dann eher geriatrisch unterwegs mit mir an seiner Seite, aber es ist lieb von dir. Ja, je älter sie dann werden, dann wird es doch irgendwann auch wieder kindlicher. Das passt doch alles. Kindlicher? Ach so, schön, ja. Nein, das ist mir mit dir natürlich auch eine Ehre, Martin. Ja, vielen Dank, Sam. Ich glaube, ich lese jetzt schnell mal was vor. Von Sternen und Menschen. Wenn ich mir zwischendurch mal vorstelle, dass das Licht 300.000 Kilometer in der Sekunde zurücklegt und dass schon das Licht vom Proxima Centauri, also dem Nachbarstern unserer Sonne, satte 3 Jahre braucht, bis es auf der Erde ankommt, dann empfinde ich meinen Fußweg zum Bäcker plötzlich als gar nicht mehr so weit, ne? Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass das Licht aus dem Zentrum der Milchstraße 26.000 Jahre lang unterwegs war, bis wir das hier unten sehen, dann fühle ich mich plötzlich auch gar nicht mehr so alt. Ne?
Und wenn ich mich dann drittens kurz daran erinnere, dass Juden und Christen seit Jahrtausenden glauben, Gott habe all diese Sterne und Galaxien vor naturwissenschaftlich grob geschätzten 13 Milliarden Jahren aus dem Nichts erschaffen, dann leuchtet mir auch das Erstaunen jenes jüdischen Dichters ein, der in einem alten Lied der Bibel geschrieben hat, mein Gott, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Hätte Gott einen Namen, wie würde er heißen, sagst du ihm den ins Gesicht? Wenn er vor dir steht in seiner Herrlichkeit, was wär die Frage, wenn du eine hättest? Ja, ja, Gott ist groß, ja, ja, Gott ist gut, ja, 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 wäre Gott einer wie wir, eingeschlafen mit nem Bier, nur ein Fremder um halb vier in der letzten Straßenbahn. Hätte Gott ein Gesicht, wie würde es aussehen und willst du es wirklich sehen? Wenn sehen hieße, dass du glauben musst an Himmel und Hölle, an das Ende der Welt und die Propheten. Ja, ja, Gott ist groß, ja, ja, Gott ist gut, ja, 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 ja. Wäre Gott einer wie wir, eingeschlafen mit nem Bier, nur ein Fremder um halb vier in der letzten Straßenbahn. Und zu Hause irgendwann ruft ihn wieder keiner. Wenn, dann ist der Papst dran. Eingeschlafen mit nem Bier, nur ein Fremder um halb vier in der letzten Straßenbahn, der versucht nach Haus zu fahren und zu Hause irgendwann ruft ihn wieder keiner an. Und wenn, dann ist der Papst dran. Und leider werden wir wohl nie erfahren, was der Papst da mit Gott besprechen wollte. Aber wenn du mit Gott telefonieren könntest, was wäre die Frage, wenn du eine hättest? Jesus aus Nazareth wurde einmal gefragt, wofür lohnt es sich zu leben? Seine Antwort fiel denkbar knapp aus. Liebe Gott und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ende der Durchsage. In der Passionszeit erinnern sich Christen auf der ganzen Welt daran, wie verletzlich die Liebe ist. Kein Herz, das liebt, bleibt unversehrt. Tut manchmal weh. Das ist es wert. War die Passion Jesu, war seine Leidenschaft für die Liebe Gottes
all die Schmerzen wert. Wahre Liebe rechnet sich nicht, aber lohnt sie sich trotzdem? Dieser Frage wollen wir mit Ihnen auf die Spur kommen und dafür zunächst noch mal kurz in den Kalender schauen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass im Kirchenjahr zwischen Weihnachten und Karfreitag gerade mal 3,5 Monate liegen? Schade eigentlich, denn zwischen Jesu Geburt und seinem Tod ist allerhand passiert, das noch so manchen weiteren kirchlichen Feiertag verdient hätte. Die Passion Jesu ist nicht nur sein Leiden und Sterben. Jesus hat auch leidenschaftlich für uns gelebt. Weinende trösten, Wunden verbinden, Kranke zu heilen, ist deine Passion. Schuld zu vergeben, Frieden zu stiften, Gott zu vertrauen, das ist deine Passion. Ich möchte leidenschaftlich lieben wie du. Leidenschaftlich lieben wie du. Ich möchte leidenschaftlich lieben wie du. Leidenschaftlich lieben wie du. Lass uns diesen Chorus mal zusammen probieren, okay? Ich möchte leidenschaftlich lieben wie du. Leidenschaftlich lieben wie du. Ich möchte leidenschaftlich lieben wie du. Leidenschaftlich lieben wie du. Gefangene befreien, Geächtete achten, Verlorene suchen, ist deine Passion. Brot zu vermehren, Hunger zu stillen, Gott zu vertrauen, das ist deine Passion. Und wir singen: Ich möchte leidenschaftlich lieben wie du. Leidenschaftlich lieben wie du. Ich möchte leidenschaftlich lieben wie du. Leidenschaftlich lieben wie du. So wie du, so wie du, so wie du, wie du, so, so wie du, so wie du. Gottes Augen, Herzen zu sehen, Angst überwinden, ist deine Passion. Menschen zu retten, egal was es kostet, das ist deine Passion. Ich möchte leidenschaftlich lieben wie du. Leidenschaftlich lieben wie du. Ich möchte leidenschaftlich lieben wie du. Leidenschaftlich lieben
so wie du, so wie du, so wie du, wie du, so wie du, so wie du, so wie du. Es gibt unendlich viele Definitionen darüber, was, wer, wie, wo, wann, warum Gott ist, und mindestens genauso viele Elaborationen darüber, was, wer, wie, wo, wann, warum Gott nicht ist. Doch die simpelste und ergreifendste ist zugleich die komplizierteste und vergriffenste, ist die allerstärkste und allerklarste und zugleich verwundbarste und undurchdringbarste. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Okay, wie jetzt nochmal? Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Mhm. Ist Gott Liebe? Und wenn ja, wie viele? Welche Art von Liebe ist er, sie, es denn? Die eine oder die andere, die mich nicht kennt? Die eine, die sich stellvertretend mit Haut und Haaren gegen schädliche Konventionen, menschenverletzende Paradigmen und vergiftete Hasspredigten stemmt? Oder die andere, die alles mitträgt und mitleidend ihr Haupt senkt? Oder nochmal ganz anders betrachtet: Wenn Gott Liebe ist und ich empfinde ein Gefühl der Liebe, ist also etwas Göttliches Teil von mir? Bin ich, sind wir göttlich? Was sagt denn der mit Liebe titulierte Gott dazu? Lasst uns einmal die Augen schließen und einfach mal hinhören. Vor Gott, er schenkt ihnen das Himmelreich. Selig die da leidenden, Gott wird ihr ewiger Tröster sein. Er trocknet ihre Tränen. Selig die da sanftmütig sind, ihr Besitz wird die Erde sein. Selig die da hungern nach Gott und dürsten nach Gerechtigkeit. Gott wird ihr Sehnen stillen. Erbarme dich über uns, Kyrie Eleison. Du bist Herr, du bist Gott, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. Lass uns dieses Erbarme dich doch zusammen einmal anstimmen. Erbarme dich über uns, Kyrie Eleison. Du bist Herr, du bist Gott, Kyrie Eleison. Selig die Erbarmungs-
Gott wird ihnen barmherzig sein. Selig die, da friedfertig sind, sie werden Kinder des Höchsten sein. Gott schon mit reinem Herzen, wir singen, erbarme dich über uns, Kyrie eleison. Nieder mit der Negativitätskultur. Wir brauchen dringend eine Positivitätsinventur. Und wenn man sich den Lebensweg vom Sohn der Liebe vor Augen führt, sieht man nicht ein theoretisches, entrücktes, verschwurbeltes Abstraktum, entsprungen dem hochphilosophischen Intellekt hochgelehrter Weisen in ihrem Elfenbeinturm. Nein, nein, nein. Der Sohn der Liebe erlebte Liebe. Nahbar, berührbar, unmittelbar. Er tröstete, versorgte, weinte, heilte, lehnte sich auf gegen Unrecht, wie keine zweite Person es jemals zeigte. Der Sohn der Liebe, er lebte, was er sagte, Liebe. Und wenn ich darin auch nur einen Funken nachahmungswürdiger Herzenshaltung fände, warum fehlt sie dann so oft, wenn ich mich zum Spiegel hinwende? Warum setze ich dem Nichtlieben viel zu oft kein Ende und lege beklemmte Hände in den Schoß fehlender Selbstakzeptanz, wo der Geist in mir fast ganz verfranst und ich an Seelenfäustigkeit erkrank und am Abgrund der eigenen Angst viel zu lang entlang tanz? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. An manchen Tagen heißt das nichts als pures Wagen, den furiosen Sprung über so manch kurios großen Schatten. Doch wo Schatten, da Licht. Das hoffe ich. Dahin richte ich mich aus. Öffne wie die Blüten einer Blume allmählich meine Faust und verstehe und gestehe mir ein, was ich brauch. Liebe, Liebe, hilf mir. Erbarme dich über uns, Kyrie eleison. Du bist Herr, du bist Gott, Kyrie eleison, Kyrie eleison. In Verleumdung, Versuchung, Verzweiflung bist du unsere Hoffnung. Ewig, du bist uns nah, in Verachtung, Entbehrung, Verfolgung bist du unsere Stärke, Jesus, du bist uns nah, du bist uns nah. Und wir singen, erbarme dich über uns. Kyrie eleison.
Omnia vincet amor. Liebe überwindet alles. Das ist ein schöner Satz. Und unsere Herzen möchten glauben, dass er wirklich wahr ist. Am 5. Mai gehen die Kinder in Holland nicht in die Schule. Der 5. Mai ist ein Feiertag. Denn am 5. Mai 1945 jubelten die Holländer in den Straßen von Amsterdam und Den Haag. Da waren die Nazis besiegt. Die Gefängnistore öffneten sich und befreite Männer fielen ihren Frauen wieder in die Arme. Da sehnte sich Diet Ehmann nach ihrem Verlobten Hein Sietzma. Ihr Brautkleid hing noch unbenutzt im Schrank und es war viele Monate her, dass sie ihren Hein zum letzten Mal gesehen hatte. Da hoffte sie weiter auf seine Rückkehr und dachte jeden Tag zurück an ihr letztes Rendezvous und an das Lied, das sie beide so geliebt haben, unter dem Sternenzelt. Reich mir die Hand, alle Sterne funkeln ferne, silberner Glanz des Mondes strahlt auf schlafendes Land. Weit über Zeit und Raum trägt uns ein Traum, alte Lieder bringen wieder zärtliches Glück, heimliches Glück. Diet Ehmann und Hein Sietzma sind ein frisch verliebtes junges Paar, als Hitlers deutsche Truppen Holland überfallen und besetzen. Hein und Diet sind fromme Christen. Viele in ihrer Kirche arrangieren sich bald mit den deutschen Besatzern, denn heißt es nicht in der Bibel, alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt? Dann werden die ersten Juden abgeholt. Da sagen Hein und Diet, heißt es in der Bibel nicht auch, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen? Und sie fangen an, jüdische Freunde vor den Nazis zu verstecken. Bei Bauern in Gelderland, die haben viel Mut, aber kaum etwas zu essen für die Juden. Denn Nahrung gibt es nur noch über Lebensmittelkarten und die gibt es nur in den Büros der deutschen Besatzer. Da tun sich Hein und Diet mit einigen Freunden zusammen und besorgen sich Pistolen. Dann beten sie, Gott möge ein Blutvergießen verhindern. Und dann überfallen sie die deutschen Behörden und stehlen Lebensmittelkarten für die Juden. Fortan leben Hein und Diet mit falschen Papieren im Untergrund und sehen sich zur Sicherheit nur selten. Einmal fährt Diet mit der Straßenbahn. Nach drei Haltestellen springt Hein auf den Zug, er küsst seine Diet und steckt ihr den Verlobungsring auf den Finger. Danach verschwindet er in der Menge. Es ist April 1944, als Hein Sietzma bei einer Routinekontrolle der Gestapo verhaftet wird. Es ist Oktober, als sie ihn mit einem Gefangenentransport von Holland in ein deutsches KZ bringen. Es ist der 5. Mai 1945, als Holland befreit wird. Alle Juden, die Hein und Diet versteckten, haben den Krieg überlebt. Es sind mehrere Dutzend Frauen, Männer, Kinder. Fast 60 Jahre später sitze ich mit Diet Ehmann in einem Zimmer in Den Haag und ihre zerfurchten Finger entfalten vorsichtig ein kleines Stück brüchiges Papier. Es ist ein Brief mit Bleistift auf Klopapier geschrieben, datiert vom 12. Oktober 1944 im Gefangenentransport nach Deutschland. Hein hatte den Brief aus dem fahrenden Zug geworfen. Bauern fanden ihn neben den Gleisen. Monate nach Kriegsende hat Diet Ehmann den Brief erhalten. Es ist Heins letzte Botschaft. Er stirbt am 21. Januar 1945 im KZ Dachau. Liebe Diet, auch wenn wir uns auf Erden nicht wiedersehen sollten, werden wir unsere Haltung niemals bereuen. Dinneke, ich habe nie jemanden geliebt wie dich und es ist mein größtes Verlangen, mit dir eine glückliche Familie zu gründen. Omnia vincet amor. Liebe überwindet alles. Viele Küsse von deinem Hein.
sie hat deine Not erkannt. Sie hält den Sterbenden die Hand, schmiert den Kindern Pausenbrot, sie holt Ertrinkende ins Boot. Dort, wo Liebe leuchtet in der Welt, da wird es hell. Sie umarmt sogar den Feind, hat wahren Trost für den, der weint. Sieht, was viele übersehen. Sie übt, den Fremden zu verstehen. Dort, wo Liebe leuchtet in der Welt, da wird es hell. Wie Millionen Sterne in der Nacht am Himmel stehen, ist das Licht der Liebe in der Dunkelheit zu sehen. Diese Stelle würden wir gern mit euch singen, wie Millionen Sterne. Wie Millionen Sterne in der Nacht am Himmel stehen, ist das Licht der Liebe in der Dunkelheit zu sehen. Sie gibt nie die Hoffnung auf. Sie nimmt dafür viel in Kauf. Sie kann ehrlich Schuld verzeihen und sich von Herzen mit dir freuen. Dort, wo Liebe leuchtet, wird es hell. Wie Millionen Sterne in der Nacht am Himmel stehen, ist das Licht der Liebe in der Dunkelheit zu sehen. Losambo Yankolo heißt es auf Lingala. Sala ya Bwana auf Swahili. Doa Bapa Kami auf Indonesisch. Chida Huen auf Chinesisch. Hospodnye Moletva nennen sie es in der Ukraine. Otche Nash in Russland. Herrensbörn
Pai Nosso, Notre Père, the Lord's Prayer. Das Vaterunser-Gebet von Jesus aus Nazareth verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Und heute Morgen uns alle hier in Berlin. Komme, dafür beten wir. Dein Reich komme, unser Vater. Dein Reich komme und dein Wille soll geschehen. Licht der Liebe, alle Welt soll ich sehen mit euch. Dein Reich komme, dafür beten wir. Dein Reich komme, unser Vater. Dein Reich komme und dein Wille soll geschehen. Licht der Liebe, alle Welt soll ich sehen von vorn. Dein Reich komme, dafür bieten wir. Dein Reich komme, unser Vater. Dein Reich komme und dein Wille soll geschehen. Licht der Liebe, alle Welt soll ich sehen. Ihr hier rechts singt mit mir und die anderen mit Sam. Dein Reich komme, dafür beten wir. Dein Reich komme, unser Vater. Dein Reich komme und dein Wille soll geschehen. Dich der Liebe, alle Welt soll ich sehen. Dein Reich komme, dafür beten wir. Dein Reich komme und dein Wille soll geschehen. Dich, dich liebe, alle Welt soll ich sehen. Danke, Berlin, geht doch. Ahnt man nichts Böses, am Sonntagmorgen muss man auch noch einen Kanon lernen, ne? Ja, aber geht alles ganz gut, wenn ihr euch traut. Wir sorgen nur gerade ein bisschen für gute Stimmung, dann geht's gleich weiter. Via Dolorosa, wenn ein Weg zum Kreuzweg wird. Wann wurde Jesus klar, dass seine Leidenschaft für die Liebe Gottes ein Weg durch Leid und Schmerzen wird? Das letzte Passafest mit seinen Freunden, was ging ihm durch Kopf und Herz, als er beim Abendessen sagte, einer von euch wird mich verraten. Nacht im Garten Gethsemane. Er ahnt bereits, was kommen wird und will nicht allein sein in diesen dunklen Stunden. Doch seine Freunde schlafen ein.
du dort im Garten auf den Knien. Ich hör dich beten, kämpfen, flehen. Ich riech den Schweiß von deinem Körper, tropft er zu Boden. Blut und Wasser, es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein. Blut und Wasser, es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein. Oh, 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 oh. Du kennst die Nacht, dies ist die längste. Durch tiefe Todesängste, eiskalter Schweiß von deinem Körper, tropft er zu Boden. Blut und Wasser, es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein. Blut und Wasser, es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein. Leicht ein Mensch zu sein. Blut und Wasser, es ist nicht leicht ein Mensch zu sein. Blut und Wasser. Via Dolorosa, wenn dein Weg zum Kreuzweg wird. Via Dolorosa, die Straße der Schmerzen, ist eine Straße in Butscha bei Kiew, die früher nur Jablonska-Straße hieß. Jeden Tag ist sie hier lang gefahren und fast immer war sie sehr spät dran auf der Straße, ihrer Straße. Auf dem Fahrrad mit dem Haar im Wind, schnell noch eingekauft für Mann und Kind auf der Straße. Ihrer Straße. Zum Büro ging's immer geradeaus, nachmittags dann andersrum nach Haus. Auf der Straße. Ihrer Straße. Hier hat sie fast jedes Haus gekannt, auch die Kreuzung, wo man sie dann fand. Auf der Straße. Ihrer Straße. Der Soldat, der sie erschossen hat, wusste ganz genau, was er da tat. Auf der Straße, ihrer Straße. Nun sieht er die Mutter jede Nacht, schreit im Traum und sieht, wenn er erwacht, nur die Straße, ihre Straße. Via Dolorosa, wo sein Weg
zum Kreuzweg wird. Via Dolorosa, die Straße der Schmerzen, ist eine Straße in Jerusalem, die am Löwentor beginnt. Auf der Straße, dieser Straße, kamen sie zu der Stelle, die Schädelstätte genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Aber Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Das Volk stand dabei und schaute zu. Es war die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. In der neunten Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Mein Herz.
Trost in deinem Blick vermisst. Bist du noch der retten kann? Stürme wehen gnadenlos, ich mitten drin. Ich werf mich in deine Arme. Schon immer suche ich deine Lebenszeichen. Ich sehe so viel Schönheit, so viel Schmerz. In alledem kann ich dich nur erahnen. Und doch bewegst du immer noch mein Herz. Wohin sonst sollte ich gehen? Wohin sonst sollte ich gehen? Schweigen ist oft kaum noch auszuhalten. Die Fragen lassen mich nicht mehr in Ruhe. Doch auch wenn du so fern scheinst wie die Sterne, kommt dein Geheimnis wieder auf mich zu. Wohin sonst sollte ich gehen? Wohin sonst?
Es gibt nicht mehr sehr viel, woran ich glaube. Aber eines, das ich deutlich spüre. Ganz egal, was ich im Leben suche. Trost und Frieden finde ich nur bei dir. Die halb verdorrte Rose kann noch blühen. Die Kerze flackert, doch sie geht nicht aus. Dein Licht erhält die Nacht nur einen Schritt weit und weist mir doch den Weg zu dir nach Haus. Wohin sonst sollte ich gehen? Wohin sonst sollte ich gehen? Wohin sonst? Wohin sonst? Mein Gott, warum lässt du mich so hängen? Vielleicht ist das gerade deine Frage. Und du hörst nur, wie Gott schweigt, ewig und drei Tage. Die Finsternis von Golgatha ist Gott sei Dank nicht das Ende der Geschichte Jesu gewesen, doch das macht es nicht leichter, die Dunkelheit auszuhalten. Nein, Gott erspart sie uns nicht, unsere Karfreitage, aber Gott teilt sie mit uns. Den geknickten Halm wird Gott nicht brechen und den glimmenden Docht wird Gott nicht auslöschen, heißt es in einem wunderbaren alten Vers aus der hebräischen Bibel. Vielleicht ist das gerade dein Gefühl, das vom Feuer deiner Leidenschaft und Begeisterung nur noch ein erschöpftes Glimmen in der Glut übrig geblieben ist. Doch wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit gekommen, die Zeit, sich zu erinnern, dass jedes noch so kleine Licht die Dunkelheit der Nacht durchbricht und mit den Sternen leuchtet, auch wenn die Angst an Macht gewinnt, auch wenn wir manchmal ratlos sind, glimmt immer noch der Docht in unseren Herzen. Und dieser Funke Zuversicht entzündet neue Kerzen. Einige Mitarbeitende aus der Gemeinde werden jetzt stellvertretend für uns alle hier vorne einige Kerzen entzünden. Und wir bitten jede und jeden von euch, beim Schein dieser Kerzen an einen Menschen zu denken, für den dein Licht der Hoffnung heute leuchten soll. Wir warten auf dich, kehr bei uns ein mit deinem Licht. Wir warten auf dich, schenke uns Mut und Zuversicht. Komm, Licht der Welt, scheine hell unter uns. Komm, Licht der Welt, scheine unter uns. Den Chorus mit euch. Komm, Licht der Welt, scheine hell unter uns. Komm, Licht der Welt, scheine hell unter uns.
zeig uns den Weg mit deinem Licht. Wir hoffen auf dich. Schenke uns Mut und Zuversicht. Komm, Licht der Welt, scheine. Wir glauben an dich. Du bist der Weg, du bist das Licht. Wir glauben an dich. Schenke uns Mut und Zuversicht. Komm, Licht der Welt, scheine. Eva Zeller hat geschrieben, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist das schwächste Glied in der Kette, die Stelle, an welcher der Teufelskreis bricht. Seine Leidenschaft für die Revolution der Liebe Gottes hat Jesus das Leben gekostet, eine Geschichte ohne Happy End. Doch das Verrückte ist, dass die Geschichte neu beginnt mit dem Stein, der verrückt wird und den Eingang zum Grab freigibt. Und das Grab ist leer, so leer wie unsere Hände, mit denen wir fassungslos davorstehen und es schier nicht glauben wollen. Hass, Gewalt und Tod haben nicht das letzte Wort. Denn das Geheimnis der Liebe ist größer als das Geheimnis des Todes. Ja, ich weiß, noch ist er nicht angebrochen, unser Ostermorgen, doch ich brauche schon heute den Trost und die Zuversicht, dass er kommen wird. Ich brauche die leise Ahnung, es von Ferne schon zu hören. Ein Lachen durchdringt die Osternacht, klingt wie eine Sinfonie, Lieder vom Licht in der Dunkelheit. Für die ist es nie zu früh. Ich seh mich nach dem anderen Land, wo unsere Wunden heilen, wo keiner einsam sterben muss und Menschen alles teilen, wo jeder ein Zuhause hat und niemand wird vertrieben, wo Hass und Gier verschwunden sind, weil wir das Leben lieben. Ich sehn mich nach dem anderen Land mit seinem wilden Garten. Dort ruft und singt im Unterholz die Vielfalt aller Arten. Wo alte Bäume unversehrt hoch in den Himmel ragen und bunte Sträucher jedes Jahr aufs Neue Früchte tragen. Ich seh mich nach dem anderen Land, wo wir nicht kämpfen müssen, wo Frieden und Gerechtigkeit sich beide zärtlich küssen, wo all die Herren dieser Welt nur ihrer Mutter Kind sind, wir für Macht, Besitz und Geld auf beiden Augen blind sind.
mit mir das andere Land, das Gott für uns erträumte, der auch den großen Stein davor schon aus dem Weg geräumt hat. Weil Liebe selbst den Tod besiegt, kann alles möglich werden, das himmelschöne Anderland beginnt schon hier auf Erden. Eine kleine Geschichte direkt aus dem Leben. Letztes Jahr vor der Tour. Es ist der Tag vor der Tour. Ein gewöhnlicher Morgen wie jeder andere. Meine Frau und ich sind damit beschäftigt, die beiden größeren unserer drei Kinder für Schule und Kita vorzubereiten. Ich stehe an der Spüle und fordere meine knapp Vierjährige nun ungefähr zum 13. Mal auf. Zieh dir doch bitte schon mal Jacke und Schuhe an, damit wir gleich los können. Das sag ich nicht zum ersten Mal. Sie läuft in den Flur und kommt sofort unverrichteter Dinge wieder zurück und würdigt mich nicht einmal eines flüchtigen Blickes. Die Länge meiner Wutschnur ist nur noch mit einem Elektronenmikroskop messbar. Ich seufze unüberhörbar laut und setze zum 14. Mal an, doch noch bevor es aus mir herausbricht, sagt meine Tochter: Aber dann ist Valentin ja ganz allein. Unser 7 Wochen altes Baby Valentin jammerte ein wenig, nachdem meine Frau ihn kurz abgelegt hatte, um meiner großen Tochter die Haare zu machen. Unbeirrt fährt meine 3-Jährige fort. Valentin braucht etwas Nahes, so wie ein Auto. Und sie umarmt ihn beherzt und lange. Was es mit dem Auto auf sich hat, das bleibt mir bis zum heutigen Tag ein Rätsel. Aber eins weiß ich, Valentins Jammern und mein Ärger in einem Moment verflogen. Wer wird mich da noch allen Ernstes fragen? Lohnt sich die Liebe? Sagen, das wäre sentimental und so käme man nicht weiter. Sie sagen, jeder müsse halt sehen, wo er bleibt und was geht. Sie sagen, tun mir wirklich sehr leid, doch das wird viel zu teuer. Sie sagen, sowas rechnet sich nicht, wie wohl jeder versteht. Aber du sag mir nur, was dein Herz dir sagt, wenn es in dir laut pulsiert. Du sag mir nur, was dein Herz dir sagt, auch wenn es dich irritiert. Sagen, dieses Gutmenschenzeug, das sei richtig gefährlich. Gefährlich. Sie sagen, sie werden peinlich berührt von den Tagträumereien. Ei, ei, ei. Sie fragen, wohin soll das denn führen unter uns, und mal ehrlich. Sie sagen, bitte sei nicht naiv, lass den Kinderkram sein. Aber du sag mir nur, was dein Herz dir sagt, wenn man es laut schlagen hört. Du sag mir nur, was dein Herz dir sagt, auch wenn's die anderen stört. Herztöne, deine
deine Herztöne, deine Herztöne, welche. Sag mir nur, was dein Herz dir sagt, wofür es laut in dir schlägt. Du sag mir nur, was dein Herz dir sagt. Hör auf das, was dich bewegt. Vielen Dank euch beiden. Ich möchte gerne beten, ihr könnt dazu sitzen bleiben. Jesus Christus, deine Passion ist Liebe. Davon haben wir gerade eine Menge gehört. Und diese Liebe, deine Liebe, die gilt uns ganz persönlich und die gilt weltweit. Diese Liebe, die gilt, wenn wir uns freuen und wenn wir dankbar sind, wenn wir das Leben feiern. Und diese Liebe, die gilt auch dann, wenn Dinge uns das Herz schwer machen, wenn Traurigkeit da ist, wenn wir nicht mehr wirklich weiter wissen, wenn wir an unsere Grenzen kommen und auch dann, wenn wir über unsere eigenen Grenzen hinausschauen. Jesus, es ist manchmal schwer zu ertragen, was so in dieser Welt passiert, aber deine Liebe, die kann mehr tragen und daran wollen wir glauben und daran wollen wir uns auch immer wieder neu klammern und deswegen beten wir auch für all das, was uns persönlich das Leben schwer macht, aber auch für all das, was uns immer wieder in den Nachrichten und auch in der Gesellschaft begegnet. Jesus, wir können nur stellvertretend hier Dinge nennen und wir denken gerade ganz aktuell an die ganze Situation in Moskau, all das, was dort passiert ist, so viel Leid. Sei du mit deiner Liebe, mit deinem Trost, mit deiner Hoffnung bei den Menschen, die gerade dort betroffen sind. Wir beten den ganzen Krieg in der Ukraine, dass du dich erbarmst und dass du Lösungen schenkst. Wir beten für den Nahen Osten, für diese zerfahrene Situation. Herr, erbarme dich in deiner Liebe und schenk du auch dort Lösung und Hoffnung und Zuversicht. Und ändere du auch das Herz von Menschen, die Einfluss haben, damit Gutes werden kann. Damit deine Liebe, von der wir gehört haben und die uns gilt, auch dort wieder mehr sichtbar und spürbar wird. Jesus, und all das, was uns persönlich beschäftigt und all das, was sonst noch genannt werden müsste, fassen wir in dem Gebet zusammen, was wir in der Bibel von dir sehen und lesen und hören. Lass uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Amen. Allen, die letzte Woche Geburtstag hatten oder vielleicht auch heute Geburtstag haben, hier vor Ort oder von dort, wo du zuschaust, ganz viele Segenswünsche von uns als Gemeinde. Wir wünschen dir und euch, dass ihr von dieser Liebe Gottes im neuen, kommenden Lebensjahr wirklich spüren dürft und sie erleben dürft, in den Momenten, wo ihr sie besonders braucht. Es gibt ein paar Dinge anzusagen. Die regelmäßigen Veranstaltungen, die findet ihr auf dem Programmzettel hier vor Ort oder im Aufbruch, im Gemeindebrief von März. Dort könnt ihr alle wichtigen Infos entnehmen. Auf eine Sache möchte ich hinweisen. Am kommenden Dienstag ist das letzte Mal Suppenküche hier in unseren Räumlichkeiten. Viele, viele Essen wurden ausgegeben und gekocht. Viele, viele Menschen sind hier ein- und ausgegangen und haben sehr genossen, dass sie ein warmes Mittagessen bekommen und das ein oder andere Gespräch haben. Vielen Dank auch an allen, die da Woche für Woche so engagiert sich beteiligen und dafür sorgen, dass das stattfinden kann. Zwei, drei Infos zu unserer Wahl. Wir werden am 28. April im Rahmen unserer Jahresgemeindestunde oder Jahresgemeindeversammlung 3 Kandidaten für das Diakonin- oder Diakonamt nachwählen. Es gab Vorschläge in den letzten Wochen und auch Gespräche. Es gibt jetzt 3 Kandidaten, die sich zur Verfügung gestellt haben und sich wählen lassen würden. Das ist einmal der Jürgen Ross, der Jan-Frederik Becker und John Kienanga. Dadurch, dass Sie jetzt 3 Kandidaten haben, wird die Vorwahl entfallen und damit entfällt auch die Gemeindeversammlung, die für den 7.4. angesetzt war. Also dort könnt ihr jetzt andere Pläne schmieden. Diese Gemeindeversammlung wird nicht mehr nötig sein. Die Vorstellung der Kandidaten wird auch im nächsten Aufbruch, im nächsten Gemeindebrief zu sehen oder zu lesen sein, der dann Anfang April rauskommt. Und es dürfen auch Brief oder die Internetwahl beantragt werden. Das könnt ihr bei unserer Wahlkommission tun oder ihr tut das über die E-Mail-Adresse wahlkommission@baptisten-schoeneberg.de. Wir haben es gerade schon gehört in Liedern und in vielen guten Texten. Wir sind oder gehen in die Karwoche hinein und wir haben einige Veranstaltungen, auf die möchte ich noch kurz hinweisen. Gründonnerstag um 18 Uhr wollen wir hier gemeinsam Abendessen, international miteinander Abendessen und wollen dann auch Abendmahl feiern. Dazu ist jeder von euch eingeladen, jede und jeder. Bringt doch bitte etwas zum Buffet mit. Das soll ein Mitbringbuffet werden, also bereitet gerne zu Hause was vor und seid dabei. Das wird ein schöner Abend mit tollen Begegnungen. Am Karfreitag wird um 11 Uhr hier ein Gottesdienst in unseren Räumlichkeiten stattfinden und natürlich auch online übertragen. Auch dort herzliche Einladungen. Und Ostersonntag um 11 Uhr ein internationaler Ostergottesdienst, auf den wir uns schon sehr freuen. Wichtig in diesem Zusammenhang, wir hatten mal ein Osterfrühstück angedacht, aber aufgrund von fehlenden Mitarbeitenden wird dieses Frühstück entfallen. Das war in dem Newsletter noch leider falsch erwähnt. Also das Osterfrühstück wird nicht stattfinden, aber der Gottesdienst um 11 Uhr. Und auch parallel der Kindergottesdienst, der sich auch ein ganz tolles Programm für Ostern ausgedacht hat. Auch der wird international gefeiert. Und noch eine kleine Erinnerung, nächste Woche Sonntag werden die Uhren umgestellt. Wir haben eine Stunde weniger Schlaf. Also wenn ihr pünktlich kommt um 10 Uhr, habt ihr es pünktlich geschafft um 11 Uhr. Aber denkt dran, die Zeitumstellung geschieht von Samstag auf Sonntagnacht. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, herzliche Einladung zum Mittagessen gleich. Es ist etwas vorbereitet. Ihr könnt gerne Mittagessen und noch Gemeinschaft haben und Begegnungen erleben. Macht da gerne von Gebrauch. Und während des nächsten Liedes wollen wir die Kollekte einsammeln, wie immer hier vor Ort möglich im Körbchen, aber auch online digital über den QR-Code. Eine freiwillige Spende, mit der wir aber unser ganzes Gemeindeleben finanzieren. Unter anderem auch so einen schönen Konzert- oder Musikgottesdienst, wie wir ihn heute erlebt haben. Also wir freuen uns über jede kleine, aber auch über jede großzügige Spende, damit wir weiterhin hier viele schöne Veranstaltungen miteinander feiern können. Bleibt mir noch zum Schluss, euch beiden Danke zu sagen, Sam und Martin. Da waren viele bewegende Gedanken dabei. Liebe ist seine Passion. Das nehme ich mit, für mich persönlich, aber auch für Dinge darüber hinaus.
Vielen Dank, dass ihr an den einen oder anderen Punkt mein Herz berührt habt und sicherlich auch das von dem einen oder anderen, von einem oder auch einem anderen. So wollte ich es sagen. Kommt doch gerne nach vorne und nehmt uns noch mit hinein in das letzte Lied und genau, gerne nochmal einen Applaus. Danke, dass ihr da wart. Wir danken für die Einladung, für die Gastfreundschaft und auch hier die liebevolle Betreuung vom Technikteam. Wenn Leute wie wir kommen, müssen die auch noch mal früher aufstehen. Das haben die alle brav gemacht. Vielen Dank dafür. Und geht ja immer alles schnell vorbei, was hier so vorne an Ihnen und euch vorüberzieht. Natürlich kann man einige Geschichten aus diesem Programm auch noch mal nachlesen. Und es gibt in diesen Büchern nicht nur traurige, sondern auch sehr erbaulich heitere Geschichten. Und wer den Sam Samba mal nicht mit einem alternden Liedermacher an seiner Seite hören will, sondern mit voller Kapelle und Band, dem empfehle ich sehr sein Album Bergeversetzer. Es wird beim Hören Berge versetzen. Ihr findet es da hinten an dem Plattentisch, wo, wie es der Zufall will, auch wir uns gleich noch aufhalten werden und eure Fragen und euer Geld gern entgegennehmen. So, das war's. Und hast du deine Gitarre gestimmt, ja, Sam? Sie dann ist kannst du noch ein Lied mit uns singen. Gestimmt. Super. Philipper 4,7 entnommen. Sehr gerne, sobald ihr mitsingen könnt, einfach mitsingen. Für die, die das nicht wissen, das ist ein Brief aus der Bibel. Das doch dazu sagen. Ja. Würde ich sagen. Das ist tatsächlich. Oder? Ja. Ja. Genau, daraus ist auch der. Für die neu zugestiegenen Fahrgäste. Ja. Und es geht so: Der Friede Gottes höher als alle Vernunft bewahre eure Herzen in Christus. Der Friede Gottes höher als alle Vernunft bewahre eure Sinne in Christus. Lass uns das mal zusammen probieren. Der Friede Gottes höher als alle Vernunft bewahre eure Herzen in Christus. Der Friede Gottes höher als alle Vernunft bewahre eure Sinne in Christus. Amen, so soll es sein. Amen, steh du uns bei. Amen, dein Segen ruhe auf uns, Jesus. Soll es sein, Amen, steh du uns bei, Amen, dein Friede lebe in uns, Jesus. Der Friede Gottes als alle Vernunft bewahre unsere Herzen in Christus. Bewahre unsere Herzen in Christus. Bewahre unsere Herzen in Christus.
Ich möchte uns noch den Segen noch mal zusprechen für diese kommende Woche. Steht doch gerne dazu auf. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen tiefen Frieden. Amen. Eine gesegnete Woche euch. Wir hören noch ein Nachspiel, dazu könnt ihr euch gerne noch mal kurz setzen.